Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Hogwarts Legacy. In der letzten Episode haben wir die ganzen Beziehungsmissionen mit Sebastian, mit Nutty und mit Poppy erledigt. Und am Schluss haben wir dann noch eine Mission mit Sebastian in der Katakombe gemacht. Aber nun wollen wir uns wieder der Hauptgeschichte widmen und uns mit Sebastian bei der Aussichtspunktmine treffen. Aber bevor wir das tun, sprechen wir noch mit Sebastian in der Krypta und holen uns bei Gladwin Moon die zweite Stufe von Alohomora. Also, gehen wir doch mal los. So, und zwar haben wir 9 Demigeist-Monde gesammelt. Die benötigen wir auch für die zweite Stufe von Alohomora und die geben wir jetzt nun Gladwin Moon zurück. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Aber natürlich. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Tut mir leid, ich habe keine weiteren gefunden. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie Alohomora verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Alohomora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Suchen Sie diese Monde. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. So, sehr nett. Jetzt habe ich Stufe 2. Aber jetzt können wir mit den Aufträgen beginnen. Und zwar möchte ich zuerst die Beziehungsaufgabe mit Sebastian machen. Im Schatten der Ferne, nach den beunruhigenden Ereignissen in Feldgroft, will sich Sebastian mit mir in der Krypta treffen. Sprich, mit Sebastian in der Krypta. So, dann schauen wir doch mal. Und zwar müssen wir jetzt hier nach unten. Na, hier hin. So, und Sebastian sollte direkt um die Ecke sein. Dort sollte der Eingang zur Krypta liegen. So, hier sind wir auch schon. Beziehungsweise muss ich davor vielleicht die Mission nochmals markieren. Aufträge. So, und jetzt gehen wir rein. So, sprich mit Sebastian in der Krypta. Hast du meinen Onkel gesprochen? Stimmt, das habe ich tatsächlich. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft sehen. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Und sollte er hören, dass wir sie nutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Sehe ich aber genauso. Was für ein Wappen schickst du Anne? Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft?
Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen, dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. So, also gut, halt mich auf den Laufenden. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Gut, dann machen wir das so. So, und was könnte ich jetzt noch machen? Ich denke mal, ich werde jetzt hier mit der Hauptmission weitermachen. Triff Sebastian bei der Aussichtspunktmine im Schatten der Mine. Also, Sebastian wartet in der Nähe des Eingangs zur Aussichtspunktmine im Nordosten von Aberhaxfield. Triff Sebastian beim Aussichtspunkt. Benötigte Stufe 22. So, aber bevor wir das tun, gehen wir noch kurz nach Hogsmeade und leeren unser Inventar aus. Denn das ist schon wieder voll. Und ich habe noch nicht alle Prüfungen Merlins gemacht, denn somit kann man seine Inventargröße praktisch vergrößern. Auf geht's nach Hogsmeade. So. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Nein, ich will nur etwas verkaufen, guter Mann. Jetzt wartet mal, ich glaube, ich kann alles verkaufen. Denn die anderen Sachen habe ich ja an. Außer das hier, das Fragezeichen, das behalte ich nochmals. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Oder? Hat das so geklappt? Ausrüstung? Genau. Also die Ausrüstung, die ich anhabe, die kann ich nicht verkaufen. Glaube ich zumindest. Und ich habe beschlossen, mich in jeder Episode neu einzugleiten. Und hier könnte ich jetzt noch von Wolkenschwinge auf Caligo wechseln. Dann hätten wir hier mal den schwarzen Hippogreif am Start. Auch nicht schlecht. So, und jetzt fangen wir endlich mit der Mission an. Und Sebastian in Weltkarte in Upper Hogsfield, oder? Wir müssen hier nach hinten und ja, sieht so aus, als müssten wir hier raus. Und dann schwingen wir uns auf Caligo und fliegen dort mal hin. Die Mission machen wir tagsüber, wenn das Ganze funktioniert. So, jetzt ist es früh am Morgen. Na also. Und da ist schon Caligo. Auf und davon. Das sieht schon echt cool aus hier. Über den Bäumen. Was haben wir denn hier unten, ne? Ein neues Dorf, oder? Ja. Das
Beziehungsweise ist hier irgendwo eine Flamme? Ja, hier hinten. Die werden wir mal aufdecken, ansonsten gehen wir aber direkt gleich zu Sebastian rüber. Denn sonst dauert das Ganze mir zu lange. Sumpfgradler-Warnung. Achtung, Sumpfgradler gesichtet. Vorsicht. Okay. Ich werde es im Auge behalten. So. Jetzt mal zu Sebastian, der ist hier gleich um die Ecke. Und jetzt starten wir die Mission. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Okay, sieht danach aus, als müssten wir diese Mission bei Nacht spielen. Auch okay. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es, so wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Also, vielleicht können wir unentdeckt bleiben. Wir teilen aus. Soll ich mich reinschleichen oder durchkämpfen? Wisst ihr was? Wir kämpfen uns durch. Wir müssen sehen, was sie tun. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Diese erste Kombination behalte ich mal so, diese zweite auch. Und diese dritte. So, hiermit zwinge ich Gegner auf meiner Seite zu kämpfen. Dann das hier vielleicht noch und das hier. Gut. Dann ziehen wir mal in den Kampf. Und wir könnten eigentlich hier den chinesischen Kaukohl mal wieder benutzen. Beziehungsweise, was macht mich denn stärker? Dieser Maxima-Drank. Gut. Da sind sie, da vorne. Geh du voran. Natürlich. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Okay. Renrocks Anhänger meinen das ernst. Ihr seid im Garten besser aufgehoben. Ich werde dich schon retten. Das war wenig mein. Wow. Das waren alle? Das ging echt schnell. Ich glaube, diese Pflanzen
Dieser chinesische Kaukohl hat uns wirklich gut geholfen. Hallo! Akio! Du wirst bereuen, hier zu sein. Konfigo! Uzio! Wow, Sebastian teilt wirklich gut aus. Revelio! So, dann sammeln wir hier mal alles ein. Hier sind noch ein paar Sachen. Und hier ist eine Höhle. Okay, eine Kiste. Aber das war es auch schon. Revelio. Ja, wir gehen weiter. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Mega. Ja, in der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Nein, wir kämpfen uns durch. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Attacke. Wow. Das war's mit dem Spaß. Renox. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Revelio. Wie war? Das war relativ spaßig. Also, gleiches Spiel. Wir sammeln wieder alles ein. Revelio. Hier oben noch etwas. Aber hier sind noch ein paar Kisten, ne? Und hier um die Ecke. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Das bin ich ja schon gewohnt. Ja, recht so. Dann geht's wohl hier weiter. Revelio. Oh, hier oben ist da noch etwas. Da hätten wir jetzt wahrscheinlich theoretisch auch vorbeischleichen können. So wie es aussieht. Und hier geht's rein. Aussichtspunkt Mine. Na also. Gut, wir dürfen gespannt sein. Suche nach dem Runensymbol. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Moment mal, hier kann ich doch... Nichts. Die kann ich doch runterschubsen, die Jungs. Mit dem Teil hier. Genial. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Revelio. Incendio. Okay.
Das sieht echt wieder genial aus. Dann müssen wir jetzt hier nach hinten. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Ja. Sieht so aus, als wären das Menschen. Ekelhaft. Wow. Wow. Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Sebastian geht total ab, der Junge. Einmal hier hoch. Da war doch etwas. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ich hab schon was hingestellt, Sebastian. Accio! Cardium Leviosa! Also die Grafik ist schon echt schön, da kann man absolut nichts sagen. Diese Lichteffekte hier. Coole Sache. Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Ja, finde ich auch. Wahrscheinlich diese Richtung zuerst. Ja. Wahrscheinlich bin ich hier unten dann später, so wie es aussieht. Und ich muss jetzt erst hier herum. Wow. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Das sieht cool aus. Ja. Coole Sache. Ah, wir müssen wohl als erstes hier mal rum. Ja. Bombarda! Incendio! Rebellio! Aber hier ist noch eine Kiste. Schon bessere Tage gesehen. Ja, die will ich auch gleich mal reparieren. Incendio. Cool, wie es die Spinnweben wegbrennt. Und die Kleinen machen ja nichts. Ledermäuse. Und wie wäre es damit, die Brücke zu reparieren? Ja, das machen wir mal. So, jetzt können wir drüber. Ah, und jetzt sind wir hier unten, oder?
Wow, das ist eine fette Spinne. Ah, so viel dazu. Ah, gefällt mir, wie schnell die platt sind. Incendio. So, wir müssen aber jetzt in diese Richtung hier. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Ah, natürlich. Das vergesse ich jedes Mal. Kann ich noch in diese Richtung? Ja. So, noch eine Kiste. Ja, cool. Moment mal, hier auch noch. Contringo. Ja. Incendio. Jetzt geht es hier weiter. Wow. Accio. Incendio. Contringo. War wohl nur die eine hier. Oh. Dort unten sind einige Gegner. Beziehungsweise... Naja, ich lasse es mal so. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Ja, ich mag immer noch die Lichteffekte. Der nächste Kampf steht uns bevor. Oh ja. Warum bin ich nicht überrascht? Wow. Incendio! Contringo! Incendio! Contringo! Ozio!
aufgeräumt. Du bist nicht übel für einen Slytherin. Ihr Gryffindors seid nicht die Einzigen, die mutig sind. Ja. Der haut ganz schön rein, der Sebastian. So. Was haben wir noch? Revelio. Gut. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Incendio. Revelio. Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie hier hoch. Incendio. Ah, und hier haben wir noch was. Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Also wahrscheinlich wird er alle drei gleichzeitig öffnen. Accio. Wingardium Leviosa. Und ich muss hier hoch. Okay, dann... Incendio. Symbole finden. Confringo. Das war unerwartet. Na also. Es geht weiter, Jungs. Und hier ist doch schon etwas, oder? Isidoras Tagebucheintrag. 3 von 7. Revelio. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Also, wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern, leer, ja leer, vor Trauer aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du da? Einen Tagebucheintrag von Isidora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Wenn uns das Triptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isidora Morganach hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isidora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Hier. Schon wieder eine Abkürzung. Interessant. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Platziere das Porträt im Triptychon. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Hm. Ich kenne diese Küste.
Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ah ja, ein Kobold namens Lodgok. Man hat mich gebeten, nichts zu sagen. Also ich vertraue ihm mal. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Hallo, ich habe Ihnen die ganze Zeit geholfen. Das war gemein. Du weißt nicht, was du sagst. Du weißt nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Na gut, sehr sauer auf mich. Wie auch immer, Mission abgeschlossen. Was können wir denn jetzt noch machen? So, keine Hauptaufträge verfügbar. Das heißt, ich mache noch das vergessene Ei. Poppy hat mir eine Eule geschickt. Sie weiß, wohin wir das Drachenei bringen müssen. Ich soll sie am Dorfplatz in Hogsmeade treffen. Sprich mit Poppy am Dorfplatz in Hogsmeade. Ja, wir schauen mal. Ich hoffe, dass diese Mission nicht allzu lange dauert. Beziehungsweise, vielleicht würde die doch etwas länger dauern. Vielleicht sollte ich einfach... Ich glaube, ich bastle noch etwas an meinen Raum der Wünsche herum und gehe einkaufen. Und die Mission mit Poppy mache ich ein anderes Mal. Vielleicht in der nächsten Episode. Ja, so machen wir es. So, und zwar würde ich gerne das ganze Füttern irgendwie automatisieren. Ach was, ein Weihnachtsbaum. Ist ja cool. Macht aber auch Sinn. So, wir wollen jetzt zu Schnabel und Brut. Hier, oder? Ja, tatsächlich. Das ist der Laden. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ah, okay. Also hier gibt es nichts. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Was für einen Laden gibt es denn hier noch? Das wird es auch nicht sein. Das hier. Wahrscheinlich auch nicht. Was hat der hier? Eine Fachbuchhandlung.
Und hier kann ich meine Frisur ändern. Das ist ja lustig. Und das ist dieser Zonkos-Laden. Der Honigtopf. Was haben wir hier noch? Steepley und Söhne. Von feinsten Teesorten. Platz von Hogsmeade. Okay, vielleicht kann ich hier doch nichts machen. Dann gehe ich nochmal in den Raum der Wünsche. Vielleicht kann mir da Dieg weiterhelfen. Das kann sein. Weil der gute Mann wollte auch was von mir. Dieg möchte Ihnen von einer Idee erzählen. Ah ja. Das könnte es sein. Wir ernten nochmal alles kurz. So, hallo Dieg, du wolltest mich sprechen. Hallo Dieg, du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dieg dachte, sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Ja, genau das ist es. Das würde mir gefallen. Kann ich sie nicht bloß retten? Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Dieg schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Dieg hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Dieg. Ah ja, rette ein Testralmännchen, ein Testralweibchen und dann soll ich noch die Zauberanweisung kaufen. Kann ich das jetzt schon gleich machen? Wir schauen mal. Dann mache ich nämlich das noch schnell. Dann kommen wir auch in meinen Raum der Wünsche etwas weiter. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Also irgendwie kann ich das noch gar nicht machen, die Zauberanweisung kaufen, oder? Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Kaufe eine Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Auch recht, dann werden wir wohl hier mal die Testrale uns holen, oder? Das ist doch der Auftrag. Nein, das ist er nicht. Doch hier. Das Fohlen des Todes. Dieg hat auf meiner Karte markiert, wo er glaubt, dass ich Testrale finden kann. Ich muss außerdem in Hogsmeade vorbeischauen, um eine Zauberanweisung für das Zuchtgehege zu kaufen. Mhm.
aber dann holen wir erstmal ein paar Testrale und dann schauen wir mal, wo wir die Zauberanweisung für das Zuchtgehege herbekommen. Vielleicht kann man das erst am Schluss machen oder ich war gerade falsch. Kann natürlich auch sein. Adolf Beaumont ist noch nicht zurück. So, hier hinten. Also, ah, das sind sie schon. Jetzt sind sie alle abgehauen. Vielleicht das hier reinmachen und dann hier die Tasche. Oh ja, das funktioniert. Oh, crap, die fliegen hier weg. Ja, das war nicht so die beste Idee. Wo sind sie jetzt hin? Hier ist noch eins. Grund zur Aufregung. Wow. Ich tue dir nichts. Arresto Momento. Ja, das ging jetzt etwas nach hinten los. Revelio. Vielleicht hätte ich mich einschleichen müssen. Ein paar Frösche herum. Aber die kommen wieder zurück. Arresto Momentum. Komm schon, ich will doch nur helfen. Oh ja. Hier ist noch eins. Arresto Momento. Moment mal. Was macht denn die Tante hier? Ich glaube nicht. Das war schmerzhaft. Arresto Momentum. Incendio. Campringo. Wir treffen uns in der Nähe von Hawthorne und überlegen uns einen Plan. Noch eine neue Mission von Nazi bekommen. Ha, lustig. Du wirst niemals... Wow. Jetzt ordentlich erwischt. Aber das kann doch nicht so schwierig sein hier. Ich brauche doch nur zwei Stück. Vielleicht mache ich mich noch unsichtbar. So, wir versuchen das nochmal. Revelio. Da ist das doofe Vieh.
Himmel. Okay. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Eines. So. Haben wir jetzt Männchen und Weibchen, ist die Frage. Relelio. Ah, hier hinten ist auch noch eins. Canfringo. Ah, crap. Die falsche Taste gedrückt. Wow. Und jetzt ist es weg. Wir warten einfach mal hier. Revelio. Komm schon. Put. Aber wir haben hier eine doofe Kröte. Eine kleine zumindest. Ah ja, die kommen einfach wieder zurück. Oder? Das setzt das nächste zur Landung ein. Rest im Moment. Ich pass auf dich auf. Revelio. Was haben wir hier? Einen Laden. Sieht so aus. Revelio. Arresto Momentum. Und eine Prüfung Merlins. Ja, ich glaube, wir warten einfach hier. Beziehungsweise, wie sieht unser Inventar aus? Wir haben ja schon Männchen und Weibchen. Okay. Läuft. Auftrag. Kaufe eine Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Okay, aber wir können noch schnell hier um die Ecke alle platt machen, oder? Habe ich das schon gemacht? Das ist das Camp. Revelio. Beziehungsweise habe ich hier schon alles eingesammelt, wenn ich eh schon hier bin. Moment mal, das war alles? Sieht so aus. Mann, nicht wirklich viele Gegner. Revelio. Ja gut, dann ab auf die Karte. Und nach Hogsmeade. So, muss ich jetzt irgendwo hier eine... Wir versuchen es trotzdem mal, ob wir hier hinten eine Zauberanweisung für die komischen Gehege kaufen können. Ich meine, würde ja Sinn machen, wenn man es in dem Tierladen einkaufen kann. Wir führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Da flippst du aus. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Einfach zu dir gehen. Das kann natürlich auch sein.
Ich habe keine Ahnung. Wir müssen es einfach ausprobieren. Dick, ich brauche Hilfe. Was muss ich tun, Dick? Was muss ich tun, Dick? Retten Sie zwei Testrale, ein Männchen und ein Weibchen, und bringen Sie sie in den Raum. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Dick. Ja, cool. Das ist ja cool gemacht. Seht ihr, der hat mir jetzt geholfen. So, bei Wälzer ist der hier. Tatsächlich. Ach nee, oder? Das war ja schon richtig markiert hier. Wälzer und Schriftrollen. Da muss man es anscheinend kaufen. Ah, doch so einfach. Dann mache ich das knallhart. Sehr weihnachtlich hier alles. Sehen Sie sich ruhig um. Viele wundervolle Bücher, um einen neugierigen Verstand anzuregen. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Weg mit dem Schrott. So, die hier, oder wie? Zauberanweisung als Zuchtgehege. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Dick. Ah, Zauberanweisung, hüpfender Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen hüpfenden Topf zu beschwören. Dieser magische kleine Topf braut regelmäßig einen zufälligen Trank. Wisst ihr was? Das ist schöner als genau das Richtige zu finden. War ziemlich teuer, aber ich glaube, das macht Sinn. Zauberanweisung, Materialverfeinerer. Zauberanweisung, Tierwesenfütterer. Das will ich haben. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ah, und was ist das? Zauberanweisung, Tierwesen, Spielzeugkiste. Schaltet die Fähigkeit frei, eine Spielzeugkiste für deine Tierwesen zu beschwören. Nutze sie, um die liebsten Spielzeuge deiner Tierwesen auszuwählen. Brauche ich das? Zauberanweisung, Schneidestation. Zauberanweisung, Düngkomposter. Zauberanweisung, Materialverfeinerer. Und das ist wieder zum Brauen gedacht. Okay, mit zwei kleinen Töpfen. Fünf kleinen Töpfen. Mittelgroße Tränkestation. T-förmige Tränkestation. Ja, ich glaube, die brauche ich nicht. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ich würde mal sagen, ich habe alles. Beziehungsweise, wisst ihr was? Vielleicht brauche ich ja die Spielkiste, oder? Schauen wir uns mal an, was wir haben. Dass die nichts irgendwie glücklich ist genau sind oder das so? Richtige zu finden. Keine Lassen Ahnung. Sie mich wissen, wenn ich Ihnen andere. Wir gehen jetzt mal zurück zu Dick. Und dann sehen wir mal, was der Gute sagt. Kehre zurück zu Dick im Raum der Wünsche. Die Testrale sind gerettet und die Gehege-Zauberanweisung ist gekauft. Die Testrale sind gerettet und die Gehege-Zauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet! Um Ihre Testrale zu züchten, setzen Sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem Sie das Zuchtgehege beschwören.
Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Mach ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Ah, okay, wir bekommen einen neuen Raum. Ist ja cool. Deke staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Gut, das machen wir jetzt noch. Oh ja, der sieht echt cool aus. Da werden sich die Kleinen wohlfühlen. Vielleicht hier in die Ecke rein, oder? So, wir brauchen einmal das hier, ne? Was war's? Ist es das hier? Ah ja. Tatsächlich, das ist es. Das ist es, Jungs. Sollte das nicht größer sein? So, dann brauchen wir noch einen Tierwesenfütterer, oder? Wie machen wir das hin? Warte mal. Einfach so, oder? Oder soll der rein? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen ihn mal weg. Das ist eine Spielkiste. Wir lassen das mal. Verlassen. Und wir setzen mal die Kleinen hier aus. Oh, hier, oder? Interagieren. Das macht doch Sinn. Tierwesen handhaben. Schmeißen wir die mal alle rein. Oder? Könnt ihr mal da drin bleiben? Nutze das Zuchtgehege für die Testralzucht. Das glaubt Professor Howen nie. So, jetzt passt Männchen und Weibchen und jetzt. Ist halt doof, weil. Hätte ich das nicht zumachen können? Ah, von dem du ein Männchen und wa. Jetzt sagt es, ich habe nur eins drin, oder wie? Das Testral ist ein gruseliges, geflügeltes Tierwesen, das nur für jene sichtbar ist, die den Tod gesehen haben. Züchten. Ah! Jetzt macht's Sinn. Müsste ich jetzt nicht das andere noch mit reinwerfen, oder wie funktioniert das? Ah, es funktioniert aber. Okay. Na gut, soll mir auch recht sein. Oder was sagt jetzt die Mission? Was sagt der Auftrag? Ich glaube, es hat funktioniert, oder? Nutze das Zuchtgehege. Hier. Das Fohlen des Todes. Nutze das Zuchtgehege für die Testralzucht. Vielleicht muss ich jetzt mit Deke sprechen.
Oder ich muss einfach hier die ...30 Minuten abwarten. Das kann natürlich auch sein. Wir gehen mal runter zu Dick. Was muss ich noch gleich mit den Testralen tun, Dick? Setzen Sie sie ins selbe Tiergehege, in dem das Zuchtgehege ist. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie fertig sind. Nutze das Zuchtgehege für die Testralzucht. Vielleicht muss ich abwarten, bis die 30 Minuten vorbei sind. Das kann auch sein. Das würde wahrscheinlich auch Sinn machen. So, aber ich glaube, das sollte auch schon wieder alles gewesen sein. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Gebt mir ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Ende der nächsten Folge.